Nichts zu. Na, also die Babys sollen mehr rauchen, dann scheißen sie nicht so viel. es tut sich so viel Schmarrn überall. Letztendlich muss man sagen, Politik wird in diesem Land nicht mehr gemacht. Es ist nur noch eine Schwadroniererei. Wo werden noch Politik gemacht? Bis bei uns jetzt einen Neuanfang hat jetzt Schwarz-Gelb gemacht, nach 100 Tagen. Ja, will er glauben, die das Notrosten an der Regierung? 300 Jahre. Bei dem Tempo bei uns in der Politik, wo es die Wunder, dass der Friedensvertrag zum ersten Mal gerade schon unterschrieben ist. Immer dieses Hinausgezählt. Die einzigen, die in Berlin arbeiten, das sind die Wörtererfinder. Ich glaube, es arbeiten dort von den Politikern niemand mehr, das ist nur mehr Wahlkampf. Und in Berlin gibt es ein kleines Büro, vielleicht das Gästebüro vom Kanzleramt oder was, und da sitzt einer drin, der schuftet Tag und Nacht. Das ist so ein Wörtererfinder. Das ist vielleicht so ein erfolgloser Schriftsteller, der so fettige Haar und so eine Hornbrille, der erfindet Wörter. Gell? So, Sonderzulagen, Nachtragshaushalt, Schattenhaushalt, Sonderdienst. Und einmal in der Woche kommt halt die Merkel und der Westerwelle und dann schauen sie schon, schon das nehmen. Und so, 50er dafür. Das ist dann die Reform, das wird dann als Reform wird es dann gefragt. Das ist der gleiche Typ, der auch die Abwrackbeine erfunden hat. Haben Sie ein neues Auto gekriegt mit der Abwrack oder kehren Sie wie ich zu den Deppen, die später gerufen haben? Was war denn das für eine Reform? Was sind das für Menschen, die sich sowas einfallen lassen? Für ein frisches Kind kriegst du 100 Euro für ein neues Auto 2005? Aber da kommst du nichts, da kommst du jetzt mal rein. In München. Den Brief habe ich mir aufgehoben. In München, ein roter Oberbürgermeister. In München war es verboten, dass man vor Weihnachten der Münchner Müllabfalltrinkgeld gibt. Diese Menschen, die uns das ganze Jahr an Dreck und den Hintern wegrammen, denen die erst am 4. Advent keine 2 Euro gibt, das ist verboten. Aber die Bayerische Landesbank, wenn anruft und sagt, sie, wir brauchen noch 21 Milliarden, oder sonst, dann sollen wir es am Vormittag oder am Nachmittag verfeiern. Früher war das einfach, da war mehr Geld da. Ja, da schau ich jetzt nicht auf, da ist Geld und gut. Aber das ist ja, das Geld ist jetzt auch weg. Ich meine, wir sind ja gewohnt, dass Politiker das Geld ausschmeißen. Das war ja noch nie anders. Aber warum nach Österreich? Ja. Auch nach Kern, zum Heider. Vielleicht war das perfider als wir meinen. Ja? Ich meine, woher hat der Geld gehabt, dass er sich so ein teures Auto gehabt, mit dem man mit 140 durchs Dorf fahren will? Also. Wir haben ja in Bayern, wir haben ja einen neuen Finanzminister, den Herrn Fahrenschon. Wie ist er gesagt, das ist ein Obrader. Ja, der weiß genau. Der sagt, das Geld von der Bayerischen Landesbank da in Österreich ist nicht verloren. Das können wir eventuell, kriegen wir das wieder. Ja, und dann geht es uns wieder gut. Weil er sagt, diese Verträge, das ist juristisch, ja, wenn man das liest, er sagt, das ist anfechtbar. Also wir kriegen das Geld wieder, die Verträge sind ungültig, wenn kriegsähnliche Zustände. Wir marschieren ein in Österreich. Es ist noch nicht ganz klar, wie. Der letzte, der in der CSU Panzer fahren konnte, das war der Strauß. Der hat schon immer getestet, für was er geschmiert worden ist. Und ansonsten vielleicht, dass man es altbayerisch macht, mit so helle Barben und Muskeln. Aber ich bin skeptisch, gell? Dann wollen es wieder alle mitmachen. Ja, dann, du bist überhaupt hin. Ja? Bei Salzburg musst du ja rechts abbiegen. Dann sagen sie, wir brauchen ein Navi, gell? Ein Navigationsgerät, und dann möchte es wieder einer besprechen. Dann sagen sie, die Freien Wähler müssen an. Nur dann bespritzt der Hubert Aiwanger, dann versteht es wieder kein Mensch, dann ist hinter uns Kirchen schon geschlossen. Oder sie lassen uns gar nicht rein nach Österreich, weil der Schüttel schon vergessen hat, dass ich für uns alle ein Pickel gesagt habe. Wenn wir jetzt da immer
Politiker umeinander habe, weißt du, das politische Führungspersonal ist ja überall. Wo haben wir denn noch jemanden, wo du sagst, ganz Europa, Katastrophe. In Italien der Berlusconi, Frankreich der Sarkozy, in Italien ein korrupter Milliardär, in Frankreich ein sechsgeiler Zwerg. Können wir schon mithalten. Das ist halt. Ist schon. Auch mit unserer Kanzlerin da, die ist immer. Ich bin langsam, weißt du, so eine direkte Demokratie, dass man einfach sagt, was soll ich immer bei euch warten und ein Kreuzerl machen? So, dass man sagt, nein, heute sind wir da 100 Leute oder was, das Land oder 200, jetzt werden wir abstimmen. Gell? Wer ist dafür, dass der Westerwelle die nächsten 5 Jahre Vizebundeskanzler wird? Niemand? Muss man da halt anrufen und sagen, gell? Bis später, auf Wiedersehen. Dass man gar nicht mehr lange rumtut. Da immer dieses Vorsichtige und sagt, nein, Leute, Auswechslung, wir haben beim Fußball, der nächste Bildschirm, bis er mal wieder läuft. Das kann doch wohl nicht sein, Leute, man ist so unzufrieden. Und bei uns ist ja dann immer so, dass man nicht sagt, oh, jetzt ist was schiefgegangen, jetzt müssen wir gemeinsam irgendwie, nein, es muss sofort immer einer schuld sein. Wenn irgendwas war, sagen wir sofort dran, sagen der was. Da hat sich seit dem Kindergarten nichts geändert, immer der was. Jetzt haben wir natürlich das Problem, weil wir haben Autoindustrie, Karstadt, Quelle, überall sind Probleme, überall. Wem schiebst du das in die Schuhe? Die Ausländer, Juden, du musst ja jemanden finden, der sich nicht gescheit wehren kann, sonst ist ja schlimm. Bei uns ist es immer so, also wenn dann einmal was ist und man kommt irgendwie nicht weiter, also es gibt eigentlich, kannst du sagen, regelmäßig die Schlagzeilen gibt es dann bei uns, die Jugend. Die deutsche Jugend, furchtbar. Die deutsche Jugend ist gewaltbereit, kriminell, die saufen, sind drogenabhängig, die sind faul, die deutsche Jugend ist oftmals nicht einmal mehr deutsch. Ich kenne überhaupt kein Land auf dieser Erde, das dermaßen über seine Jugend und seine Kinder herzieht wie mir. Wenn wir das alles glauben, was wöchentlich in der Zeitung steht, dann können wir gleich aufhören.